Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Das sind wir. Guten Morgen. Servus. Guten Morgen. Alle da? Mhm. Seid ihr gut gelaunt oder ich habe noch gar nicht in eure Gesichter geguckt so richtig? Bei mir war es wirklich schon schlimmer, es geht eigentlich. Ja. Ich bin heute zum ersten Mal, glaube ich, 3 Minuten zu spät gekommen. Das ist unglaublich. Ja, das stimmt. Ich komme nie zu spät normalerweise. Aber du bist eigentlich zu früh, weil du geschrieben hast in unserer WhatsApp-Gruppe, du kommst 5 Minuten zu spät. Ja, und wenn es nur 3 Minuten sind, bist du ja 2 Minuten zu früh da. Das passt schon. Ist so. Welches Gesicht meinst du, dass du guckst? Das Montag früh? Ich hab heute noch kein Gesicht gesehen. Das ist schwierig, ja. Das ist bei mir zumindest nicht. Ihr steht ja auch wesentlich später auf als ich, aber das sind ja nicht die Sachen, über die wir reden müssen. Du hast ja auch was zu tun in der Früh, ne? Ja, man muss ja offensichtlich an der roten Ampel viele Dinge erledigen. Ich muss an einer roten Ampel viele Dinge erledigen. Ich muss mich konzentrieren, dass ich überhaupt aufstehe und weiß, wo ich arbeite. Passwort musst du wissen in der Früh. Das ist furchtbar. Wer den Witz nicht versteht, möge bitte auf Rolfs Instagram-Account reinschauen. Das ist immer eine gute Idee. Ja. Das ist sowieso immer eine gute Idee. Was war es denn bis jetzt? Es war einmal Rasieren an der Ampel, einmal die Gurkenmaske und habe ich noch irgendwas verpasst? Ja, heute hast du also Karten, heute habe ich also Karten gespielt. Gelegt, ja, nee, das war ein Royal Flash, glaube ich. Also, Royal Flash. Nach dem Motto, Dinge, die man an einer roten Ampel machen kann, wenn die Ampel morgens um 4 einfach rot ist und minutenlang kein Auto kommt. Benutzt noch ein zweiter Mensch außer dir diesen Hashtag, sodass ihr euch irgendwie austauschen könnt in so einer Challenge? Nee, okay. Nee, können wir mal schauen. Also es ist Sonntagabendspiele oder Nachmittagsspiele sind natürlich cool, weil man dann die Eindrücke besser im Kopf hat. Max, darf ich dich um dein Statement bitten zum 1:1 gegen Frankfurt? Ja, ich habe heute früh natürlich, also ich sitze auch schon eine ganze Weile im Homeoffice am Laptop tatsächlich und habe ein bisschen was gearbeitet und unter anderem habe ich auch die Zeitungen durchgeblättert nach den Kritiken fürs Spiel in der ortsansässigen Zeitung stand zum Beispiel drin, dass man nach diesem Spiel noch mehr an den Nichtabstieg glaubt. Mhm. Ich finde, die haben ein anderes Spiel gesehen als ich, denn ich fand's nicht gut, was wir abgeliefert haben. Ich finde, ein 1:1 gegen eine derartig ersatzgeschwächte Frankfurter Mannschaft ist einfach zu wenig zu Hause. Da muss mehr kommen und ich finde auch, dass es am Schluss schmeichelhaft für uns war. Ich finde, wir hätten das Spiel ohne Punkt eigentlich am Ende gestalten müssen. So. Okay, Tom? Ja, ich muss da in großen Teilen mitgehen. Also, wir müssen ja die Voraussetzungen sehen. Die Voraussetzungen waren eigentlich für den FC Augsburg so gut wie noch nie, weil personell so gut ausgestattet wie in dieser Saison tatsächlich noch nie. Stimmt. Also hast du die Auswahl, wie du in dieses Spiel reingehst. Und mich hat die Aufstellung schon überrascht, sage ich ehrlich. Weil offensiv? Ja. Also gar nicht mal über die offensive Grundordnung, weil das hatte ich mir schon erhofft, dass wenn eben Frankfurt Kostic zu Hause lassen muss und mit Kevin Trapp auch einer der besten Torhüter der Liga nicht dabei ist, dann habe ich mir Abschlüsse erhofft und die Abschlüsse kriegst du natürlich in allererster Linie dadurch, dass du auch in der Grundordnung offensiver auftrittst. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, das war gut so, diese Grundordnung an sich, nur ich verstehe ja jeden, der Ricardo Pepi von Anfang an sehen will in der Bundesliga. Also, kapiere ich total, aber es ist halt Abstiegskampf und du brauchst halt Punkte und du musst reinkommen in diese Rückrunde. Und wenn Alfred Finn Bogason offensichtlich fit ist oder so fit ist, dass er spielen kann und Florian Niederlechner auch wieder da ist, dann sind es natürlich schon eigentlich die etatmäßigen Stürmer weiterhin, die in der Bundesliga die Punkte einfahren sollen. Und dass sie dann nicht von Anfang an spielen, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Bei Andy Zekiri, muss ich ehrlicherweise sagen, ist gerade kompletter Leerlauf. Ja. Also leider, da klappt nichts. Mhm. Ich habe den Eindruck, es soll aber auch immer ganz besonders schick sein. Und das ist so ein Grundthema in dieser sehr jungen Mannschaft, die gestern, glaube ich, so jung war wie noch nie. 23, irgendwas. Ja. Ne? Ja, danke, Maxi. Das haben wir echt, also das haben wir wie zwei Synchronschwimmerinnen haben wir das weggefegt, genau. Und so jung, wie die Mannschaft gestern war, hatte ich das Gefühl, dass vielleicht Erfahrung in der Offensive da jetzt auch nicht schlecht getan hätte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann war die Spielanlage, das, was der FC Augsburg nun mal spielt, sehr schnell vertikal.
Oliver Glasner, der Trainer der Frankfurter, hat zu Spielbeginn gesagt, dass der FC Augsburg die zweitschnellste vertikal spielende Mannschaft ist. Das kann man jetzt entweder als Kompliment sehen und sagen, man spielt so schnell und agil nach vorne. Oder man kann einfach sagen, man bolzt halt die Dinge übers Mittelfeld drüber. Wie auch immer. Das sind so zwei Lesarten dieser ganzen Geschichte. Er hat es noch sehr sympathisch und positiv formuliert. Also weiterhin ist in der Spielanlage... Was das Spiel mit Ball angeht, Luft nach oben. Es war aber, fand ich, ein Ticken besser als jetzt in der Vorrunde. Nur ist halt dieses Spiel mit Ball, das zu entwickeln, das braucht ein bisschen. Und dass das anscheinend auch dann die junge Mannschaft nicht ohne Fehler hinbekommt, hat man dann beim 0:1 gesehen, als Niklas Dorsch genau diese Ballstaffette nochmal auf die andere Seite rüber verlagern will und den Ball eben nicht schlagen will. Und genau dann passiert das Gegentor. Also Chance und Risiko zugleich. Diese junge Mannschaft hat gestern alles versucht. Aber mehr als ein Unentschieden war auch definitiv nicht drin. Dann bin ich ja froh, dass ich mal eure andere Meinung bin als ihr. Haus raus. Ich fand das Spiel gar nicht so schlecht. Okay, ja, also gar nicht so schlecht. Das Spiel an sich war auch, finde ich, ich fand es, ja, okay. Man hätte das gewinnen müssen, auch können, wenn wir an die letzte Chance denken von Florian Niederlechner. Aber jetzt pass mal auf. Ja, Frankfurt ist ersatzgeschwächt. Okay. Aber die haben ja trotzdem da ganz schön Rabatz gemacht. Also ich fand das Spiel unglaublich anstrengend zum Zuschauen. Ich war ja im Stadion. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher rübergekommen ist. Im Stadion, es war unglaublich anstrengend. Lag auch vielleicht an der nicht ganz so glücklichen Hand vom Schiedsrichter, der im Nachhinein, ich habe mir das alles nochmal angeschaut, aber eigentlich alles richtig gemacht hat. Da werden wir jetzt gleich nochmal diskutieren, auch über den Elfer. Und ich sage jetzt einfach mal, Dorschi hat nicht seinen besten Tag gehabt. Also ich habe dann wirklich zum Schluss immer gedacht, spiel nicht nach hinten. Er hat es immer wieder gemacht. Auch am Anfang, glaube ich, hat er die Situation selber bereinigt. Es war schwierig und er hat ihn halt genau auf den Gegner gespielt beim 0:1. Was wäre passiert, wenn das nicht gemacht hätte? Hätten sie dann auch ein Tor geschossen? Weiß ich nicht. Hätte Fahrradkette. Das 2:0 hätte fallen können. Dann wären wir vielleicht schon ganz raus gewesen. Ist auch richtig. Aber ich fand, dass Frankfurt schon stark war, trotzdem. Ja, also da sind wir uns schon einig, dass Frankfurt natürlich von Oliver Glasner zu einer Mannschaft entwickelt worden ist. Das hat ungefähr 7 bis 10 Spieltage gedauert, die wirklich zu den guten Mannschaften in der Liga gehört. Nichtsdestotrotz, wenn beide Spieler Kostic und auch Trapp fehlen, dann ist das eine Chance, die du wahrnehmen musst. Du hast ja auch bei den Abschlüssen von Frankfurt gesehen, ich glaube Lindström heißt ja, der Mann, bei dem müssen wir uns übrigens extrem bedanken, dass da schon für Frankfurt viel mehr drin gewesen wäre. Tom hat mit dem, was er sagt, recht. Ich bin da aber nicht bei ihm, denn es war eigentlich der Plan von Markus Weinz hier, wäre komplett aufgegangen, wenn eben am Schluss dann die zwei lange Verletzten in der letzten Viertelstunde dann tatsächlich von einer jungen Mannschaft den Gegner müde gelaufen, dann eben das Tor erzielt und eine bessere Torchance wird. Florian Niederlechner war es? Nee, ja. Doch war es. Auf einen wunderschönen Pass von Alfred Finnbogason. Mhm, dann hätten wir das Spiel gewinnen können. Kurz vorher hat uns übrigens, und das muss man auch mal sagen, Gikiewicz den Arsch gerettet, wo er auch einen alleinstehenden Stürmer irgendwie super pariert. Das war toll. Deswegen glaube ich schon, dass die Idee war, eben diese Frankfurter halt mürbe zu machen mit viel Tempo und mit viel Bewegung. Hätte klappen können, aber es stimmt schon, die Truppe ist da noch nicht erfahren genug, dass sie eben einen Gegner wie Frankfurt auseinandernehmen kann. Wir sind uns komplett einig, dass Niklas Dorsch ein bodenloses Spiel gemacht hat. Da habe ich aber 0,0 Probleme damit. Also irgendwann mal hatte ich natürlich schon ein Problem, wo er dann den 5. oder 6. Ball in diese Richtung spielt. Mhm. Aber so ein Spiel musst du ihm zugestehen. Er hat vorher gezeigt, wie wichtig er sein kann. Bringt gar nichts, finde ich, da jetzt drauf zu hauen. Nichtsdestotrotz können wir froh sein, dass 2 Stunden später dann eben bei Bielefeld gegen Fürth ein Spiel dann 2:2 ausgeht, dass Stuttgart verloren hat, dass wir einen Punkt gegen Frankfurt geholt haben, den 2. übrigens in dieser Saison. Das Hinspiel ging ja 0:0 aus. War auch schon ein bisschen glücklich, aber insgesamt muss trotzdem mehr kommen, denn wenn du die Ambition hast, nicht nur nicht abzusteigen, sondern irgendwann mal das zu entwickeln, dann sind wir halt jetzt mittlerweile, glaube ich, im 3. Spiel nacheinander, wo ich einfach nicht mehr zufrieden bin. Also es war vorher bei den Spielen, war das alles besser und da hat man gesehen, es hat sich das alles eingeschliffen, die Laufwege waren okay, aber in den letzten 3 Spielen war es eben nicht gut und wir haben, und dann komme ich auch schon zum Ende, wir haben dann verpasst nach diesem
wunderschönen Tor von Gregoritsch. Ob er es absichtlich gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde, es sah ein bisschen so aus, als wäre ihm der Fuß vom Spann gerutscht. Aber ihm ist es auf jeden Fall zuzutrauen, so ein Tor zu schießen. Dann hast du einen Torwart bei Frankfurt, der sein allererstes Spiel gemacht hat in der Bundesliga. Ramay heißt der. Ich musste sogar vorher googeln, wer ist überhaupt Backup-Goalie bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Und dann hast du gesehen, dann waren die nervös. Und dann musst du natürlich, und das hat der FCA auch versucht, aber da fehlten dann die Mittel, Druck aufzubauen auf diese Abwehr, vor allem auch auf diesen Torwart. Aber sie haben sich dann wieder einschläfern lassen und am Ende hat er dann ein oder zwei sichere Bälle gefangen und dann war das Nervenflattern auch wieder weg. Aber es liegt meistens an individuellen Fehlern. Das ist einfach, was willst du denn da als Trainer machen? Es hat ja gut begonnen. Ich fand, dass wir die Anfangsviertelstunde, wie man so schön sagt, das richtig gut gemacht haben. Und irgendwann kommt Frankfurt auch zu Chancen, weil die sind ja auch gut draufgegangen, das muss man ja auch sagen. Also immer, wenn wir so einen Ball nach hinten gespielt haben, dann war aber Alarm. Das war ja nicht nur Dorschi alleine. Und wenn er ihn halt direkt in den Gegner spielt, der Dorschi, dann was willst du da als Trainer machen? Da habe ich auch Markus Weinz hier gesehen, der hat gesagt, ach, hat sich hingesetzt und ja, dann stehst du halt da oder sitzt halt da und kannst nichts mehr ändern. Also, aber das ist ja nicht der Punkt. Also erstens mal war Frankfurt die ersten 10 Minuten viel besser als wir. Dann kamen wir erst, wenn ich mich da richtig erinnere, dass es so ist, wie es gelaufen ist. Aber letztendlich geht es ja nicht nur darum, dass wir dann einen individuellen Fehler drin haben. Das hat jede Mannschaft zu fallen Tore, sondern es geht einfach darum, dass man mit einer Mannschaft, mit einem Kader, der Beste ist, den wir beim FCA je hatten, dass man irgendwann das so entwickeln muss, finde ich, dass dann die Spieler das umsetzen und das ist einfach auch Aufgabe des Trainers. Dann verstehe ich übrigens auch nicht, dass ein Spieler wie Noah Sarenrenbassé, der letzte Woche echt ein super Spiel gemacht hat, dass der nicht eingewechselt wird in dem Spiel. Das ist, finde ich, kein gutes Zeichen für den jungen Mann. Den hätte ich dann auch wieder nochmal gebracht, bevor ich vielleicht noch irgendeinen Arrivierten bringe. Aber gut, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf einschlagen. Was haben wir jetzt? Wir fahren nach Leverkusen, oder? Das ist ja eine Mannschaft, wo wir Punkte holen ohne Ende. Ja, immer. Gar nicht. Da ist das das nächste Spiel? Ist abonniert. Spiel. Ne? Die 3 Punkte sind schon eingefahren. Und man hat schon noch ein bisschen Zeit. Man steht jetzt auf Platz 15, aber es ist so eng, wie es noch nie war, weil so wenige Mannschaften sich um den 16. Platz kabbeln. Mhm. Und ich hoffe nicht, dass wir am Ende da dann mit dabei sind. Wenn die Entwicklung in der Halbserie in der Rückrunde genauso vonstatten geht wie in der Vorrunde, mache ich mir keine Sorgen. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit für ein überzeugendes Spiel. Aufreger gab es jede Menge. Im Stadion zuerst mal das Tor von Pepi, das nicht gegolten hätte, weil abgepfiffen vorher, aber dann im Nachhinein zu Recht abgepfiffen, weil Sekiri dem, wer war das? Der Kamada? Sondern doch, ich glaube, es war Kamada, oder? War das nicht der 37-jährige Japaner, der nächstes Jahr 38 ist? Hasebe war es. Dem Hase ist er draufgetreten. Das ist das Tolle bei Frankfurt. Du hast vorne, hast du Daichi Kamada, der dieses Tor fantastisch Wahnsinn. Macht. Ja. Irres Ding. Also den Ball an mit und Verwertungsnahme in einer Bewegung. Sehr schick. Und ich nenne übrigens den Kollegen Lindström seit gestern. Lindström, weil er das tatsächlich verdient hat gestern. Mhm. So viel wie der liegen hat lassen, da kann man wirklich nochmal sehr dankbar sein. Beachtlich. Unglaublich. Aber Zekiri ist im Hasebe draufgestiegen. War ein riesiger Aufreger, dass er es nicht weiterlaufen lässt. War der Aufreger nicht das Foul an sich, weil das war einfach ein Foul. Aber was aber, kannst er nicht, du dann weiterlaufen lassen? Ist ja nicht mehr. Es wäre trotzdem ein Foul gewesen. Es ist ja ein Foul. Also es ist ein Foul und dann ist der Schiedsrichter hat es gesehen. Also wenn es keins gewesen wäre, meint Rolf, und das Tor hätte dann nicht gegolten, weil das abgepfiffen hat, hätte man danach überprüfen können, aber es war halt ein Foul, genau. Der hat es halt gesehen. Aber es war doch eine ganz andere Situation. Also so wie ich das mitbekommen habe am Fernseher, korrigiere mich, wenn es im Stadion dann anders war. Es war anders. Kann ich da jetzt schon sagen? Naja, ja, okay. Bin mir nicht sicher. Ja, also ich habe viele Signale dahingehend erhalten, dass meine Version nicht ganz falsch ist. Aber also diese Situation passiert, es gibt ein Einsteigen oder einen Zweikampf zwischen Zekiri und Hasebe, beide fallen, Zekiri schreit, der Ball läuft in den Strafraum weiter, es wird gepfiffen, Pepi schießt das Tor. Mhm. Der Finger vom Schiedsrichter geht auf den Elfmeterpunkt beim ersten Pfiff. Mhm. So. Das heißt, er entscheidet für den FC Augsburg. Obwohl das Foul im Nachhinein. So, und das so habe ich es gesehen. Also erst pfeift er den Elfmeter, der eh nicht stimmt, weil das Foul, wenn überhaupt, dann außerhalb des Strafraums. Genau. Entsprechend müssen wir uns darüber nicht unterhalten. Plus der Tritt von Zekiri, das ist ein Foul. So, und das ist natürlich kein Elfmeter und entsprechend ist die gelbe Karte für Zekiri völlig in Ordnung.
Und die Situation war gegessen, oder? Ich könnte es mir schon vorstellen, dass es so war, weil ja auch die Augsburger Bank dahingehend reagiert hat, dass sie stinksauer waren, weil sie gesagt haben, wie kann der uns jetzt einen Elfmeter geben, obwohl wir ein Tor geschossen haben. Wie kann der uns gerade das Größte wegpfeifen? Ja, und die Aufregung am Ende des Tages war dann relativ schnell weg, nachdem sie die Zeitlupen gesehen hatten, weil es halt einfach A, ein Foul vom FCA-Spieler war und nicht vom Frankfurt-Spieler. Und selbst wenn der Frankfurt-Spieler gefoult hätte, wäre es halt auch noch vor dem Strafraum gewesen. Völlig wurscht. Viel interessanter ist die Frage, was ist mit dem Handelfmeter? Ja, Moment, ihr wolltet doch sicherlich wissen, wie es im Stadion war, hat doch Tom gerade angekündigt. Im Stadion? Ja, anders natürlich. Ja, wie war's? Ja, du hast es nicht gesehen, dass es ein Foul war. Du hast es nicht gesehen. Du hast Zekiri und Hasebe gesehen. Er hat ihm voll auf den Knöchel getreten. Das muss man ja, kann man ja nachher in Zeitlupen sehen. Aber das hast du im Stadion ja auch nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Ja. Das ist ganz ehrlich. Also das ist so. Warum hat der Schiedsrichter dann gepfiffen? Es sieht nicht danach aus, weil es echt weit weg ist. Vielleicht standen auch noch Spieler in der Sichtlinie. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, beide fallen. Ball kommt zu Pepi, er schießt, Tor. Mhm. So, und dann ging die Aufregung, wie du gesagt hast, Max. Die Aufregung ging jetzt gar nicht um Elfmeter. Ich habe das gar nicht gesehen, ob der Elfmeter pfeift oder nicht. Das habe ich auch nicht gesehen so richtig. Es ging eigentlich nur darum, warum der vorher abpfeift. Verständlicherweise hat er das Foul wahrscheinlich genauso gesehen, wie es dann auch im Fernsehen zu sehen war. Aber für uns im Stadion war es schwierig zu sehen. Aber dann sind wir uns ja am Ende des Tages doch einig. Und es ist ja auch egal, darüber jetzt noch 3 Minuten zu diskutieren. Nee, Ich wollte nur meine Sichtweise bestätigen. Deswegen gab's aber wir haben alle drei die gleiche Sichtweise. Also das Einzige war der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat einen Foul gepfiffen gegen den FC Augsburg. Also ein Foul für den FC Augsburg gegen den Spieler von Frankfurt und wollte da entweder wahrscheinlich überprüfen, ob es einen Freistoß oder einen Elfmeter gibt. Und das hat sich halt dann anders. Und dann kommt der Elfmeter. Oder auch der nicht gegebene Elfmeter. Da bin ich mal sehr gespannt. Mit dem Handspiel jetzt. Also da war auch Aufregung für logischerweise die FCA-Bank, war klar. Arm hoch, unnatürliche Bewegung, nicht in den Rücken gespielt. Das muss ein Elfmeter sein. Das gab es schon öfter, dass dafür ein Elfmeter gegeben wurde. Ja, das gab es schon öfter. Meiner Meinung nach ist das überhaupt kein Elfmeter. Und zwar in keinem Stadion der Welt. Aber es wird leider sehr häufig als Elfmeter gepfiffen. Und deswegen verstehe ich auch die Aufregung. Warum ist es keiner? Weil der Spieler nicht mal sieht, wo der Ball ist, weil der Spieler sich dreht, es ist sein Arm irgendwo, außerdem fällt ihm der Ball auf den Arm und nicht umgekehrt. Und deswegen ist es für mich kein Elfmeter. Und der Arm hoch? Ja, weil natürlich bewegt er den Arm, wenn er sich dreht. Aber was sagst du, Tom? Ich sage, ich möchte mich zu dieser Handspielregel, so wie sie im Moment ausgelegt ist, überhaupt nicht mehr äußern. Ja, gut, das ist ja klar. Das ist ja. Ja, aber das ist die Antwort auf die Frage, wie ich diesen Elfmeter sehe. Für mich ist es niemals ein Handelfmeter. Nie. Warum? Im besten Fall einfach nie auf dieser Welt ein Handelfmeter. Aber warum wird er dann vom Videoschiedsrichter darauf hingewiesen, dass er sich das anschauen soll? Ja, wenn es keiner ist. Kannst du ja da angucken. Nee. Also, nein, wegen dem Regelwerk. Du hast ja recht, Rolf. Also es wird ja. Solche Handspiele werden in, ich sag mal, 7 von 10 Fällen gepfiffen. Das ist absolut richtig. Ich sage nur, aus meiner Sicht ist sowas niemals ein Elfmeter. Du siehst es genauso. Es ist für uns sehr ärgerlich, dass es vielleicht uns schon mal passiert ist, irgendwie, dass wir so einen Elfmeter bekommen haben. Aber an sowas, wo der Spieler mit dem Kopf komplett woanders hinschaut, kann ich mich jetzt auch wieder nicht erinnern. Also das ist für mich nicht mal, wenn es für uns wenn es gegen uns nicht gegeben worden wäre, würde ich es mich drüber freuen. Ich finde auch, ne? Also die Überprüfungsfrage, der Checkup ist immer, wie würdest du reagieren, wenn es gegen dich passiert? Ja. Also wenn es gegen die eigene Emotion passiert. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand am Montag aufstehen würde und sagen würde, ja, also der Elfmeter gegen uns, der war total okay, weil keine Ahnung, Raulio weiß ja eh nicht, wo der Ball ist und wenn ihm dann drauf fällt, ja klar, es ist ein Elfmeter. Ich frage nur nochmal, ja, damit ich das richtig verstehe. Der Videoschiedsrichter greift ein, wenn der nicht gegebene Elfmeterpfiff eine Fehlentscheidung wäre. Ist das richtig? Das ist völlig korrekt. Okay. Also vom Regelwerk. Richtig. Dann scheint ja irgendwas nicht in Ordnung gewesen zu sein. Also für mich, wenn der Schiedsrichter entscheidet, das ist kein Handspiel, kann ich das, wie du gesagt hast, lasse ich das durchgehen. Völlig klar. Hat er ja auch. Ja, aber ja erst nachdem der Videoreferee ihm das gesagt hat, er soll sich bitte nochmal anschauen. Nö, er hat keinen Elfmeter gepfiffen. Also er hat in der Realsituation keinen Elfmeter gepfiffen. Weil der Videoschiedsrichter sagt, schau dir das an, es könnte eine Fehlentscheidung vorliegen. Und der Schiedsrichter schaut sich's an und sagt, nein, es ist keine Fehlentscheidung, ich bleib dabei, fertig, aus Amen. So, ja, aber der Rolf meint natürlich, wenn wir sagen, das darf niemals ein Elfmeter sein, dann gibt es ja auch keinen Anlass, sich das nochmal anzuschauen. Aber genau da sind wir ja bei der Krux dieser Regel. Der Arm geht hoch, der Ball kommt
auf den Arm, wie auch immer. Wir wissen, also du es hättest ihn gegeben, oder? Naja, weißt du, ich kann jetzt als Vereinsbrillenträger natürlich sagen, ja, den muss er geben, aber ich verstehe schon die Aufregung auch, ob das jetzt FCA-Fans sind oder Spieler, die dann alle gekommen sind und gesagt, ja, aber der, weißt du, die können das sich ja anschauen dann im Live-Feed und haben gesagt, der Arm geht hoch, ob das jetzt unabsichtlich ist oder absichtlich, ja, wie du gesagt hast, Max, es ist schon oft genug gegeben worden, naja, absolut. Wir haben ihn nicht gekriegt. Fertig, Ende. Du versuchst in der Situation immer das Größtmögliche rauszuschlagen, ist doch gar keine Frage. Also du versuchst ja alles, um irgendwie im Stadion eine Atmosphäre von Zweifel zu schaffen. So, schaust dir nochmal an, das kann doch nicht wahr sein. Spinnst du eigentlich komplett? Mhm. Du hast eine komplett falsche Wahrnehmung. Bitte guckst dir an. Also natürlich versuchst du dahingehend alles. Aber ich glaube, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat und sich es nochmal anguckt, dann glaube ich, werden hoffentlich alle Fußballfans, also alle, die diesen Sport lieben, dazu zu dem Ergebnis kommen, dass wir solche Elfmeter einfach nicht haben wollen, weil das einfach Dinge sind, die den Sport wirklich, das tut mir weh, sowas macht den Sport kaputt, weil das einfach Entscheidungen sind, die in der, wer immer schon mal auf einem Fußballplatz war, dieser Ball hat eine unglaubliche Dynamik und manchmal fällt er halt runter und du gehst in den Zweikampf nach vorne und wo sollst du dir die Hände abhacken? Was soll der Schmarrn? Also du kannst ja nicht nur hinterm Rücken tragen, sonst ist es nämlich keine normale Laufbewegung und wenn dann der Ball von oben mir auf den Arm fällt, ich habe absolut nichts mit dieser Situation zu tun, ich will mir auch keinen Vorteil verschaffen in dem Moment, sondern ich bin einfach nur da. Wenn dann ein Nachteil gegen mich entsteht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und deshalb bin ich sehr froh, dass das nicht gepfiffen wurde. Und es wäre toll, wenn es viel öfter nicht gepfiffen würde. So, das finde ich auch. Regel halt einfach weiter, wenn einfach diese Regel dahingehend wirklich vereinfacht wird, zu sagen, so wie es halt war, nicht alles besser, aber ich fand es war einfach. Hand geht zum Ball, es muss eine klare Absicht vorliegen, also es muss eine Bewegung zum Ball passieren. Und wenn diese Bewegung nicht da ist und ja, der Arm ist oben, aber der Arm schnellt nicht nach oben, um diesen Ball zu klären oder sowas, deshalb wirklich. Dann hat er ja alles richtig gemacht, voll, der Schiedsrichter. Hat er wirklich. Und man muss ihm, er hat ja auch tatsächlich nicht wirklich viel falsch gemacht. Nein, überhaupt nicht. Also trotzdem, irgendwie ist eine komische Unruhe entstanden. Ich will jetzt nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es war ein sehr unruhiges, ein sehr intensives, ein seltsames Spiel und an der Stelle, das mache ich eigentlich nie, muss ich tatsächlich auch Oliver Glasner mal loben. Es war sehr hitzig, was dann immer so von der einen Bank zur anderen geschrien wurde. Das ist normal, das ist auch okay. Und er ist immer ruhig geblieben. Also ich fand es auffällig sympathisch. Muss ich da wirklich sagen? Ich finde sowieso, dass er ein sehr sympathischer Trainer ist, ein sehr sympathischer Vertreter der Zunft, auch wenn er, weiß ich nicht, auf den ersten Blick schaut er für mich immer ein bisschen so aus wie seine eigene kleine Schwester. So unscheinbar. Aber, ja, und wenn man aber dann genauer hinschaut, dann sieht man einfach auch, ich habe ihn auch schon mal im aktuellen Sportstudio gesehen und gehört, da war er noch Trainer von Wolfsburg, musste sich mit Jörg Schmadtke irgendwie die ganze Zeit kappeln, aber er ist tatsächlich einer, der sehr genau überlegt, was er sagt und der hat jetzt nach dem LASK, dem Linzer ASK in Österreich, nach dem VfL Wolfsburg und jetzt auch Eintracht Frankfurt, drei Stationen, wo er Mannschaften in einer relativ schnellen Zeit entwickelt hat. Ja. Und das ist echt ein guter Trainer, finde ich. Guter Sportsmann. Und auch ein guter Sportskamerad. Ja. Apropos guter Sportskamerad und apropos Alpenrepublik, weiß eigentlich von euch jemand, warum mein Freund das Opossum Martin Hinteregger auf der Bank saß über weite Strecken des Spiels? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch begrüßt. Ich habe gesehen, er ist auf der Bank, ja, weiß ich nicht, warum. Ihr wisst ja vielleicht, dass man in Frankfurt ein bisschen mürrisch ist derzeit, weil immer wieder konfrontiert wird, dass er sich seinem ehemaligen Trainer Adolf Hütter in Gladbach anschließen will. Ja, und dieses Küssen des Eintracht Frankfurt Adlers auf der Brust, was er ja früher mit unserer Zirbelnuss auch öfter gemacht hat und vorher schon mit dem Logo von Rasenball, nee, das ist sogar Red Bull Salzburg. Ja. Vielleicht orientiert er sich anders. Mal schauen, das möchte ich gerne weiter beobachten, weil das ist für mich auch so ein weiterer Charaktertest. Könnte sein. Ich wollte mit euch noch über ein paar Spieler sprechen. Wollt ihr jetzt wissen, warum Hinteregger nicht gespielt hat? Ja, sag mal, weißt du es? Ich habe eine große Vermutung. Und zwar Dian Dramay, 20 Jahre junger Keeper und die Alternative lautet Hasebe oder Hinteregger.
Und du hast mit Hasebe einen 37-Jährigen, den Kapitän oder der lange Jahre Kapitän war, der diese Mannschaft geführt hat, in allem, was sie braucht. Und ich glaube, Oliver Gnasner, wenn ich ihn vor dem Spiel richtig verstanden habe, wollte einfach Erfahrung, Ruhe, Stabilität, nicht zu viel, sagen wir mal, Hitziges. Unruhe auf der zentralen Innenverteidigerposition, weil Eintracht ja mit einer Dreierkette gespielt hat, Tuta und Ndika, die übrigens fantastische Innenverteidiger sind, und dann wollte Glasner, glaube ich, den Ruhepol vor seinem sehr jungen Torwart haben, um da nochmal zusätzliche Stabilität zu haben. Das sind übrigens lauter so Spieler, also Tuta, Ndika und so weiter, die man vielleicht jetzt in Augsburg irgendwie auf Anhieb nicht kennt, aber das sind auch keine Spieler, die irgendwie aus der eigenen Jugend von Frankfurt hochgepäppelt worden, die werden auch alle für einen Arsch voll Kohle irgendwie eingekauft, nur dass das auch mal nochmal ein Thema ist, dass wir nicht die einzigen sind, die jetzt einmal da in die Tasche gegriffen haben. Apropos Arsch voll Kohle, wir müssen natürlich kurz sprechen, vorm Spiel kam die Aufstellung, Pepi, in der Startaufstellung, dann kam kurz die Frage auf, über die habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, muss ich sagen, nicht Sorgen. Wie heißt er denn jetzt eigentlich? Weil er hat sich wohl mit Ricardo Pepi vorgestellt, aber dadurch, dass Ricardo Pepi für mich eher aus dem Mexikanischen kommt, habe ich gesagt, ja, der heißt doch Pepi. Nein, er hat sich mit Pepi vorgestellt. Also, Ich glaube, wir nennen ihn Pepi, weil ich kann nicht Pepi sagen. Also Pepi, nein. Ja, aber ich meine, wenn du ihn ein Interview geben hörst, das ist ja wie bei diesen Fernsehserien Ungeklärte Morde, die ersten 48 Stunden, wo du in irgendeinen texanischen 350-Pfund-Sheriff und genauso redet ja Ricardo Pepi auch, und ich bin mal davon überzeugt, dass wenn du ihn fragen würdest, wäre es ihm wahrscheinlich lieber, wenn du ihn Pepi nennen würdest, auch wenn seine Vorfahren irgendwann mal in Mexiko waren. Dazu fällt mir noch ein, ich habe bei dem Kollegen in der Augsburger Zeitung, das ist so ein Internetmagazin, habe ich einen Spielbericht gelesen über dieses Spiel, und dann schreibt er eben auch sehr detailliert, wie das Spiel gelaufen ist, wann war Augsburg besser, wann war Frankfurt besser, insgesamt ein bisschen zu wenig gegen eine ersatzgeschwächte Frankfurter Mannschaft, alles cool. Und dann kommt der letzte Absatz, und das ist das, was mich so ankotzt, dass der 13 Millionen Euro Stürmer, der übrigens von den DAZN-Reportern als 16 Millionen Euro Stürmer die ganze Zeit auch verkauft worden ist, wir werden das ist jede Woche anders. Vielleicht nie erfahren, was denn da am Ende stimmt. Auf alle Fälle, dass der erneut farblos blieb und überhaupt man nicht verstehen kann, warum man für den so viel Geld ausgegeben hat. F*** dein muss ich das sagen, in aller Emotion. Was hat denn so ein Satz über einen jetzt 19-jährigen Spieler in der Sportberichterstattung zu suchen, außer man will immer nur neiderfüllt Dreck über irgendjemanden ausgießen. Mich kotzt das dermaßen an. Der hat extrem gute Ansätze gezeigt in diesem Spiel. Und wenn man dann über einen 19-jährigen Spieler das dann auf das Geld irgendwie kapriziert, da könnte ich... Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht meinem so berühmten Vulgarismus jetzt dann noch mehr anheimfalle. Aber ich finde, er hat das gut gemacht. Wir haben hier Stürmer, die insgesamt auch schon einiges an Geld gekostet haben, die rumdilettiert haben ohne Ende. Und dann muss man dem 19-Jährigen aufs Butterbrot schmieren, dass er da das Geld nicht wert ist. Und am besten wäre es eigentlich, du würdest den Namen der Zeitung noch nachträglich rausschneiden, nicht, dass da noch mehr... Du, schon geschehen, ich habe das hier drüber gelegt. Ja. Ich wollte mit euch über ihn sprechen. Ich fand auch, dass er gute Ansätze gezeigt hat. Er hat ein paar sehr schöne Bälle gespielt, geblockt. Er hat eine Chance gehabt, die er leider daneben gesemmelt hat. Das Tor, das abgepfiffen wurde, hat er erzielt. Viel mehr haben wir dann auch nicht mehr gesehen. Liegt natürlich auch vielleicht A daran, dass die Bälle ein bisschen zu wenig auf ihn kamen. B, dass, wie Tom schon gesagt hat, eine sehr gute Abwehr da hinten stand auch. Gegen die Kanten muss sie erstmal durchsetzen. Richtig, das ist mal das eine. Genau. Ich finde auch, also er war sehr, sehr fleißig. Fand ich auch, total. Aber auch da, also ich meine, das musst du natürlich auch erwarten dürfen. Das ist auch Profifußball. Ja. Darf man schon erwarten. Das ist richtig, ja. Und dann hat er wirklich gezeigt, dass er weiß, wo die Kiste steht, dass er weiß, wie er in die Box kommt und wie er da die gegnerischen Abwehrreihen zumindest mal vor Probleme stellt, fürs Erste. Wer nicht weiß, was die Box ist, das war früher der 16er. Ja, und der Strafraum. Das heißt jetzt Box. Das heißt schon länger Box. Neumodische Zeit da. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, ja. Und wenn du so wie wir natürlich mit dem abkippenden Sechser in der... Ja, ja. Also, jetzt rufen wir gleich den Trainer vom 1. FC Nürnberg an und lassen uns das alles nochmal erklären. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall...
finde ich, wirklich ein Tag gewesen, der ihm, glaube ich, gut getan hat, der ihm Rhythmus gegeben hat, der ihm gezeigt hat, dass er in dieser Liga die Räume, die Lücken findet. Und das stimmt erstmal positiv. Mhm. Da waren auch schon ein, zwei Abschlussgelegenheiten dabei, die, wenn das Ding ein bisschen geschmeidiger fällt, dann hat er durchaus Möglichkeiten, auch aufs Tor zu schießen. Torschuss gab es nämlich jetzt noch keinen von ihm bislang, oder? Einen hat er. Genau, ja, einen von hat Petersen, da kam der so Petersen bisschen, Pass rüber. Der so ein bisschen flach kommt, den er nicht ordentlich trifft. Wäre gut gewesen, ne? Ja. Klar, also hätte dem Ergebnis gut getan auch. Aber es fehlt ihm natürlich noch die Kaltschnäuzigkeit und es fehlt ihm natürlich noch die Ruhe vor dem Kasten in einer Liga, die er noch nicht kennt und wo er noch nicht weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich. Und ich denke, das wird sich halt einspielen müssen, ne? Dass du erkennst, du hast nochmal diese Sekunde, nimm dir den Ball nochmal runter, leg ihn dir auf deinen guten Fuß und dann rein damit. Da struggelt er noch, ist aber voll okay. Und ich finde, dass wenn er will, dass man Ricardo Pepi sagt, dann finde ich das, dann würde ich das machen. Also ich würde es übernehmen. Er hat es nicht gesagt zu mir. Ja, nee, aber hast du vielleicht, aber das nächste Mal kannst du ihn ja fragen, wie er es denn gerne hätte. Aber wenn es so ist, dass man ihn ja, also dass er irgendwie in Interviews sagt, Ricardo Pepi, dann ist es doch, das klingt doch auch wahnsinnig. Aber dann hast du doch einen Augsburger Fan, der Augsburger sagt doch Pepi. Das du, aber darauf kommt es nicht an. Dass du Tom übrigens fragst, das mit der Box, ich musste gerade was googeln, Tom? Was habe ich gerade gegoogelt? Struggle hast du gegoogelt. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium, ich kann perfekt altgriechisch, fließend Latein und Struggle. Ansonsten struggelt es mich halt schon ein bisschen, habe ich einen Struggle mit diesen ganzen Anglizismen. Max, weißt du, was Flexen ist? Ich weiß nicht, was Flexen ist, ich weiß aber, was Ghosten ist. Seit kurzem hat mir meine Servicekraft im Elfer gesagt. Erzählt. Ja, sie ist geghostet worden nach einem... das ist schmerzhaft. Weiß ich jetzt auch. Ja. Nach einer Liaison, die sich nur über die Silvesternacht gezogen hat. Danach wurde sie geghostet. Ja, das heißt, ausgetauscht. Ja, ausgetauscht würde ich nicht sagen, aber er hat sich halt vergeistigt, verflüchtigt. Flexen heißt übrigens angeben. Ich will ja nicht flexen, aber ich habe das geilste Auto da unten stehen, nämlich ein Lada in Schwarz. Das würdest du jetzt zum Beispiel sagen. Weißt du auch, was Korben ist? Nee. Ah, das ist auch so geil. Korben ist, wenn du einen Korb bekommst. Ah, das macht Sinn. Die hat mich gekorbt. Und was ist Rimmen? Na, das war, lassen wir das jetzt. Nein, also, ich finde... Hast du das gegoogelt gerade, oder? Das habe ich, das, sowas habe ich das im Portfolio. Er. Das weiß er. Ich finde, Mats Petersen hat einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Immer eine gute Einwechslung. Oh ja, ich finde es auch. Und da habe ich noch, habe es mir zusammen mit meinem Freund Helmut angeschaut, bilateral im hammerschmiedlichen Wohnzimmer. Ja. Und habe ich auch gesagt, ich mag den unglaublich gern. Ich sehe den sogar in Spielen, der hat es überhaupt nicht irgendwie mit der feinen Klinge, aber der hat so Bock auf Fußballspielen und dem verzeih ich echt fast alles, sogar die Frisur. Es war nicht mal die schlimmste, finde ich jetzt auf dem Platz. Wir haben also... Puh. Leute, über einen müssen wir noch sprechen und ich glaube, das wollen unsere Abonnenten auch nochmal hören, was wir davon halten. Er war gestern auf dem Platz, kam dann rein, Felix Udokai, und mir ist das erste Mal so richtig aufgefallen, weil er ja jetzt schon hinten zu tun hatte, aber auch ein bisschen offensiver spielen durfte, was für ein Athlet der ist. Unglaublich. Er ist ja groß, er ist schwer, er ist muskulös und du denkst ja, der kommt nicht vom Flex. Das ist so ähnlich wie beim Süle. Er ist 25 Millionen schwer. Ja, und genau. Also nicht nur, dass er mir gut gefallen hat. Was ist denn da jetzt? Also ich habe bei Transfermarkt.de habe ich eine, also mir ist das zugespielt worden, wie immer, weil ich schaue irgendwie nie bei Transfermarkt.de. Soll er gehen? Es steht drin mit einer Wahrscheinlichkeit, oder es stand drin mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% geht Felix Udukai zu Newcastle United. Dazu muss man sagen, die Magpies, so heißt der Verein, weil sie schwarz-weiß gestreifte Trikots haben und Magpie ist, was ist das für ein Vogel, eine Dohle oder ein Rabe oder sowas, ein schwarz-weißer auf jeden Fall. Kann sein, ja. Und die sind ja jetzt oligarchisch unterwandert worden und sind angeblich an jedem Spieler interessiert, den es gibt. Also ich würde es für sehr bedenklich halten, oder was heißt bedenklich? Ich würde ihn, wenn ihr mich so fragt, für 25 Millionen Euro natürlich gehen lassen, sofort. Das wäre dann mit ihm ein Gewinn wahrscheinlich, den man insgesamt gemacht hätte von 10 bis 12 Millionen, wenn man sein Gehalt noch mit reinrechnet. Und das musst du machen in der heutigen Zeit. Moment, Tom, das ist Wahnsinn, wie das Zusammenspiel heute läuft. Das ist eine Elster.
Der MacPie. Er hat gegoogelt nebenbei und zeigt, dass er das Smartphone, weil die anderen sehen es nicht, weißt du? Naja, also ich würde es auf jeden Fall machen, denn wir haben trotzdem auf dieser Position, haben wir trotzdem ein Überangebot, wenn alle fit sind, und es ging ja auch in der Hinrunde ohne ihn. Mhm. Es wäre sehr, sehr schade, aber aus unternehmerischer Sicht auf jeden Fall machen. Und wenn wir, bevor ich dich darüber auch noch was sagen lasse, Tom, wenn wir bei dem Thema schon sind, ihr habt ja mitgekriegt, dass Friedrich, der Innenverteidiger, den wir mal von Schalke geholt haben, ablösefrei, der bei uns kein einziges Bundesliga gespielt hat, weil er so einen schlimmen Beckenschiefstand hatte und dann danach bei Union Berlin aufgestiegen in die erste Liga ist und dort dann eben zu einem Innenverteidiger der Extraklasse wurde, mit Torgefahr auch noch, der ist jetzt gewechselt zu Gladbach, weil der den Ginter offensichtlich ersetzt. Und das ist ein Transfer, das ist eigentlich ganz lustig, in der Berliner Presse wurde das gefeiert ohne Ende, weil sie für den, glaube ich, irgendwie 7 Millionen Euro bekommen haben. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass mindestens die Hälfte und ich glaube sogar ein bisschen mehr an den ganzen Transfer der FCA verdient hat. Weil man hat den ja damals schon mal ausgeliehen an Union, hat ihn dann via Rückholklausel wieder geholt, hat ihn dann wieder verkauft für einen für relativ viel Geld und verdient jetzt an dem Transfer nach wieder Gladbach wahrscheinlich wieder mit. Und da muss ich schon auch sagen, das sind so Sachen, die werden in der Presse nicht so kolportiert. Es wird kolportiert, wenn man 13 Millionen ausgibt oder 16, aber dass man da irgendwie ganz viele andere Sachen macht, die gut sind, wird nicht kolportiert. Um die Spange zu schließen, ich würde ihn für 25 Millionen Euro, wenn da auch nur irgendwas dran ist, sofort gehen lassen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ein Verein so viel Geld für den Spieler ausgibt, der eine komplette Vorrunde verletzt war. Ich sag mal Baba. Ja, das hat sich ja auch voll gelohnt übrigens für Chelsea, dieser Deal. Also mit Baba, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und für Baba auch. Na richtig, ja, es hat sich für alle gelohnt. Ob Baba so eine, Verletzten-Geschichte, Baba, ob der so eine Verletzten-Geschichte gehabt hätte, wie es dann, wie es eben ihm dann ergangen ist bei uns, hätte schon auch sein können, aber auch was da würdest du Felix gehen lassen? Mit einer der schlimmsten Karrieren, die man beobachten musste. Ja, also hoch veranlagt. Was sagst du zu Felix? Baba. Gehen? Sportlich gesehen, ich liebe Riesenschmarrn, gell? Liebe wie er Fußball spielt. Ja. Ich bin großer Felix Udokai-Fan. Der ist richtig gut. Und, andererseits ist es ein Geschäft. Und dann musst du es machen. Und wenn 25 Millionen auf dem Tisch liegen sollten, falls das tatsächlich der Fall ist, alles was so über 20 Millionen ist, würde ich sagen, musst du zumindest drüber nachdenken und guckst dir deinen Kader an und siehst, okay, wir haben drei sehr, sehr gute Innenverteidiger. Gestern übrigens Abwehrchef, starkes Spiel gemacht, sehr viel nach vorne auch. Auch mal nach vorne, ja, habe ich gesehen, Das war gut. Und über Rhys Oxford, glaube ich, muss man nicht länger sprechen. Der ist mittlerweile tatsächlich über jeden Zweifel erhaben, Gott sei Dank. Und wenn Felix Udokai für sich beschließt, dass es in Newcastle schöner ist als hier in Augsburg, dann müssen wir das ist ja jetzt nur mal nicht seine Entscheidung. Also das ist eben die Frage, ob der Verein da mitgeht, und ich würde es tun. Also wenn ich, was nie passieren wird, wenn ich verantwortlich eines Fußballvereins wäre, dann würde ich bei 25 Millionen möglicherweise In der heutigen Zeit. Max hat nochmal was gegoogelt. Möchtest du uns daran teilhaben? Ja, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja. Und ich weiß, es interessiert den einen oder anderen, weil es gibt viele Hörer von uns. Ich denke da an Uli Kraftschick, die sind wirklich interessiert an der Vergangenheit. Und der weiß es natürlich auch schon längst. Der hätte es nicht googeln müssen. Was macht Abdul Rahman Baba beruflich? Und er gehört immer noch dem FC Chelsea, aber die haben ja damals auch Geld für mehrere Jahre ausgegeben, das geht schon in Ordnung. Wo ist er? Nachdem der bei uns weg ist, hat er für Chelsea 15 Spiele gemacht, wurde dann nach Schalke verliehen, 13 Spiele, 0 Tore, genauso wie für Chelsea und für Augsburg. Dann wurde er nochmal an Schalke verliehen, 2018, 2019, da hat er nochmal 3 Spiele gemacht mit keinem Tor. Dann war er für ein Jahr bei Stade Reims, also nicht Rennes, sondern Reims, und da mögen mir bitte die Franco vielen Hörer verzeihen, dass ich das nicht kann. 11 Spiele, ein Tor. RCD Mallorca, ich weiß gar nicht, welche Liga das war, wahrscheinlich die zweite spanische, mit 2 Spielen und 0 Toren. Danach 13 Spiele, ein Tor für PAOK Thessaloniki, und aktuell ist er beim FC Reading in England, an den FC Reading in England ausgeliehen, hat für den FC Reading 6 Spiele gemacht bei keinem Tor. FC Reading spielt in der Championship, oder? Ja, nehme ich mal an, das müsste ich aber jetzt auch wieder googeln. Ist doch egal. Dann lass doch. Das ist doch jetzt egal. Ich finde es schon geil, dass ich weiß, dass man das Reading ausspricht, obwohl man es ja eigentlich Reading schreibt. Gott sei Dank hast du nicht gewusst, wie man Reims spricht. Du bist der Sprachwissenschaftler. Reims. Der also Baba. Ich kann euch sagen, die spielt der Baba war so gut. Im Madejski Stadium. Mhm. Aktuelle Liga, EFL Championship. Ja. Abschließend
sei jetzt noch zu sagen, ja? Bitte? Dass wir in Leverkusen spielen und es wieder mal probieren, gegen Leverkusen zu gewinnen. Und auch dieses Mal wird es ziemlich schwer, wenn man so schaut, was Leverkusen die letzten Spiele so angestellt hat. Das Gute ist unbedingt, dass du jetzt diesen Punkt gegen Frankfurt geholt hast. Mhm. Also weniger hättest du auch nicht holen dürfen, ja, ehrlicherweise. So weil, ist das. Natürlich war das wichtig, dass du nach der Niederlage zu Beginn gegen Hoffenheim sofort einen Stopp reinhaust, zumindest mit einem Unentschieden zu sagen, nee, wir verlieren nicht zweimal hintereinander. Und was jetzt die nächsten Wochen kommt, ja. Tor das, haben wir auch geschossen, das ist genau. Auch nicht ganz unwichtig. Und aus dem Spiel ein Tor, Freunde. Also das war das 11. Tor aus dem Spiel in dieser Saison. Mit Michael Gregoritsch, Rücken Nummer 11. Ne? Also dass du da nicht drauf abhebst seit einer halben Stunde, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber gut, das hätte ich früher noch gemacht, aber dazu habe ich mit Michael Gregoritsch, der ja einer der nettesten Typen ist, die es überhaupt gibt, menschlich, aber dazu habe ich einfach mit ihm schon zu viel erlebt und auch mit seinen Landsleuten. Ich bin da immer ein bisschen, vorsichtig, ein bisschen vorsichtig, aber ich freue mich für ihn, weil du siehst ihm ja auch an, wie gut es ihm tut und wir können auch ganz schön froh sein, dass er da ist, weil diese Tore, also Tom hat ja gerade vorhin schon gesagt, es sind insgesamt sind's wie viel? 19 Tore in 20 Spielen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, boah, geil, aber es kann ja nur besser werden. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder und hören uns wieder nächste Woche. Okay. Ja, alles gut? Probier mal. Stark. Ich freue mich so, jetzt schon. Ja? Schöne Woche. Servus. Ciao.